Und wie lässt sich's bearbeiten? Sehr gut, geschmeidig. Wie Butter aus Brot. Wie Butter aus Nutella. Nutella aus Brot. Servus und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man so eine Treppe wie hier im Hintergrund fugenlos gestaltet. Das mache ich nicht alleine. Ich bin hier zusammen mit Vitali. Den kennt ihr wahrscheinlich schon aus dem einen oder anderen Video von mir. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. So, bevor es losgeht, zeige ich euch erstmal die Ist-Situation, wie die Treppe jetzt aussieht. Wir müssen ein paar Vorarbeiten machen. Wir wollen heute zum Beispiel noch ein Gewebe einspachteln, weil wir haben hier, wie man sieht, unterschiedliche Materialien. Hier musste nochmal aufgestockt werden, weil die Höhen nicht gepasst haben. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Wir müssen hier natürlich als erstes, bevor wir jetzt anfangen zu spachteln, die Wände ordentlich abkleben, weil die sind schon fertig gestrichen, die sollen auch sauber bleiben und deswegen kleben wir jetzt die Ränder ab. Dann werden die Stufen einmal abgesaugt und dann wird das Gewebe gesetzt. Vitali, erklär doch mal, während du arbeitest, was machst du da gerade? Also hier tun wir jetzt ein Panzergewebenetz einspachteln. Das sieht ungefähr so aus. Mhm. Ja, ziemlich stabil. Weil wir hier verschiedene Materialien haben. Zum Beispiel hier wäre halt der Steingrundmaterial, ein Putz. Und weil wir ja fugenlos arbeiten und das Material am Ende eine Schichtdecke von ca. 1,5 mm hat, haben wir keine Möglichkeiten, irgendwelchen Rissüberbrücken zu schaffen. Das heißt, müssen wir das vorher machen. Und in dem Fall machen wir es jetzt mit einem ADEX X78S. Da haben wir noch einen Mikrotech hat, also Mikro zusätzliche Stabilisierung dazu. Und da kann eigentlich nichts verlassen. Okay. Bei den Stufen ist es genauso. Da die Stufen hier aufgedoppelt wurden, weil die Höhe nicht gestimmt hat und sich Risse gebildet haben und verschiedene Materialien sind dadurch, müssen wir das genauso machen. Die Trittstufe und die Stellstufe. Kurzer Zwischenstand. Wir haben jetzt die Ränder sauber gemacht, dann grundiert, also zwischendrin noch abgeklebt und jetzt haben wir angefangen, das Gewebe einzuspachteln. Ich habe jetzt hier unten im Bereich schon die Setzstufen gemacht. Und Vitali hat dann von oben angefangen, dass wir einfach zu zweit arbeiten können. Schritt 1 ist gemacht. Das Gewebe haben wir jetzt eingebettet und die Treppen auch einmal vollflächig damit verspachtelt. So sieht das Ganze jetzt aus. Schon mal ein großer Unterschied zu dem, wie es heute Morgen noch aussah. Wir machen jetzt Feierabend und morgen geht's weiter. So, Tag Nummer 2 ist angebrochen. Heute werden wir jetzt als allererstes mal so ein bisschen die überstehenden Kanten ein bisschen wegschleifen, Schleifpapier drüber gehen, dass nichts absteht, dass wir gleich die Eckschutzschienen ordentlich anspachteln können. So sieht das Ganze aktuell aus. So. Schritt Nummer 2 erledigt. Wir werden heute, denke ich, nicht mehr spachteln, weil wäre einfach
ist auch nicht ganz einfach, da zu arbeiten, ohne dass man auf die Schienen tritt. Dann hat man die wieder verschoben und wir lassen das lieber, machen das gescheit. Ne, Vitali? Machen wir morgen. Tag Nummer 3 ist angebrochen. Wir haben ja die Schienen gestern geklebt. Heute, was haben wir heute vor, Vitali? Wir werden heute erstmal mit Alex Fix arbeiten als allererstes, um die Umwelt nochmal auszupassen, die Schienen nochmal beizuspachteln. Mhm. Und da werden wir sehen, was wir noch machen. Die Schienen machen wir an der Vorderkante jetzt auch nochmal sauber, bevor wir spachteln, dass es einfach später nicht stört, weil die werden später auch freigeschliffen, richtig? Je nach Kundenwunsch. Je nach Kundenwunsch. Ja. Und ja, dann geht's weiter. Vitali hat jetzt schon angefangen zu spachteln. Das Ganze machen wir mit dem Alex Fix. Trocknet sehr schnell die Spachtelmasse. Ich glaube, man kann theoretisch schon nach einer Stunde, wenn man jetzt Fliesen legen wollen würde, drüberlegen. Und so, jetzt werden erstmal die Fliesen, die Eckschienen ordentlich angespachtelt. Von dem Kleber sollte man, oder von der Spachtelmasse sollte man sich auch nicht zu viel anrühren, weil die relativ schnell anzieht. Und wie lässt sich's bearbeiten? Sehr gut, geschmeidig. Wie Butter aus Brot. Wie Butter aus Nutella. Nutella aus Brot. So, wir kommen voran. Wir haben ja, heute Morgen die Eckschienen einmal gespachtelt mit dem Ardex Fix. Das ist auch ja, gut getrocknet, haben eine etwas längere Mittagspause gemacht und jetzt sind wir schon dabei. Ich habe eben noch mal so ein bisschen die Eckschienen sauber gemacht, als was absteht, abgekratzt und der Vitali hat oben angefangen zu spachteln. So, und jetzt hat er schon mehr als die Hälfte, oder? Ungefähr. Und so sieht das Ganze aus. Jetzt spachteln wir aktuell mit dem Ardex A45 Fein. Standhafte Bodenspachtelmasse. Und läuft gut, Vitali? Sehr gut. Perfekt. Lässt sich sehr gut bearbeiten. Der Vitali kommt auch wahrscheinlich mit jedem Material zurecht. Der Eimer ist leer und wie in der Apotheke, Vitali. Augenmaß muss man haben. Der Eimer ist. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen.
So, wir sind durch für heute. Die Treppe ist einmal vollflächig verschachtelt. Das Ganze muss trocknen. Wir kommen morgen wieder. Guten Morgen. Wir haben heute jetzt den Tag Nummer 4. Sehr gut. Gut getrocknet. Da gehe ich gleich mit einem Delta-Schleifer drüber. Und schaut euch das Wetter an. Wir haben gefühlt, da scheint die Sonne. Gefühlt das erste Mal seit einer Woche wieder Sonnenschein. Und deswegen sind wir umso, jetzt bin ich ganz dunkel, umso mehr motiviert und wir geben Gas. Jetzt habe ich gerade den Filter glatt vergessen, der auf den Delta-Schleifer kommt. Kann man natürlich auch einen Staubsauger anschließen, das ist dann noch besser. Ja, aber auf so einer Treppe ein bisschen unbequem mit dem Staubsauger. Deswegen mache ich das jetzt mit diesem Filtersack. Fertig geschliffen, gesaugt und wir haben auch schon das Klebeband an den Rändern entfernt, weil die Kanten müssen wirklich sauber sein. Das kleben wir jetzt nochmal neu ab, damit wir später wirklich einen sauberen Abschluss zur Wand haben. Und dann? Kommt eine Grundierung und kurz trocknen lassen und die erste Reihe dann. Jawohl. Aber ich finde, sieht jetzt schon irgendwie richtig cool aus. So sieht das Ganze aus. Kann man schon fast so lassen, oder? So eine Versiegelung drauf und fertig. Und vielleicht an dieser Stelle auch nochmal, wenn ihr Interesse habt, auch an so einer fugenlosen Treppe, wie wir das Ganze hier in dem Video machen, oder ihr wollt einen fugenlosen Boden, fugenloses Bad bei euch in der Wohnung oder im Haus haben, ja, dann scheut euch nicht, schreibt einfach mal eine E-Mail, ich schreibe Kontaktdaten unter das Video in die Videobeschreibung. Und ich versuche über mein Netzwerk einen passenden Maler zu finden, wenn es nicht gerade bei mir in der Nähe ist, der euch ein super Angebot dafür machen kann. So, wir haben jetzt alles nochmal abgeklebt und hier nochmal einen kleinen Tipp. Wenn ihr solche Arbeiten habt, das haben wir beim ersten Mal falsch gemacht, beziehungsweise einfach nicht dran gedacht. Wenn ihr den Rand abklebt dann, und zwei Bahnen abklebt, dann erst praktisch die Bahn mit ein bisschen Abstand kleben, dann die zweite Bahn bündig, weil wenn ihr nochmal neuen Abstand beziehungsweise das Klebeband nochmal entfernen müsst und nochmal neu abkleben, wie hier in dem Fall, könnt ihr das ohne das obere zu entfernen, habt dann insgesamt weniger Verbrauch und ein bisschen Zeit gespart. So, jetzt ist Vitali schon dabei zu grundieren. Das Ganze machen wir mit Adex P51. So, wie sieht das Ganze aus? So, das ist auch ganz wichtig, dass wir am Ende mit der Spachtelmasse gescheite Haftung zum Untergrund bekommen und das Ganze ja, lange hebt. Guten Morgen! Heute wird's ernst. Wir spachteln heute die erste Lage von der eigentlichen fugenlosen Spachteltechnik. Alles, was wir bis hierhin gemacht haben, war ja nur Vorbereitung. Und das Ganze wird in zwei Lagen gespachtelt. Die erste Lage, glaube ich, etwas dunkler, oder? Ja. Genau. Vitali bereitet das Material schon vor. Und die zweite Lage dann ein bisschen heller. Ja, ja. So, genau.
gespachtelt wie ein Blitz. Es sind noch zwei Stufen geblieben. Wenn ihr auch Interesse habt an so einer fugenlosen Treppe und ihr habt aber jetzt keinen Neubau, sondern Bestand, dann geht das genauso gut auch auf einer gefliesten Treppe. Richtig, Vitali? Ja. Was muss man da beachten? Dass die Fliesen halt nicht leer sind, das ist schon mal wichtig. Und das ist halt immer vom Vorteil, wenn da Winkel schon drauf sind, beziehungsweise können wir halt neue setzen. Mhm. Ansonsten gewisse Grundierungen müssen beachtet werden. Es geht auch Naturstein, jeglicher Stein eigentlich. Ja. Und sogar Holzstufen, wenn die aus Hartholz sind, keine Risse vorzeigen, dann geht es auf Holzstufen auch. Mhm. Also es geht auf fast jedem Untergrund, deswegen einfach anschreiben und wir basteln ein nettes Angebot. So, wir sind durch für heute, oder? Ja. Erste Lage gespachtelt, so sieht das Ganze aus. So, wunderschön. An der Stelle könnt ihr auch schon gerne mal einen Daumen nach oben geben. Guten Morgen, wir haben jetzt die neue Woche und fangen jetzt an mit dem zweiten Spachtelgang. Das Wetter hat sich ein bisschen verändert in der Zwischenzeit. Letzte Woche schien noch die Sonne und es war doch relativ mild und warm. Und jetzt ist es alles weiß. So sieht es aus. Ja, so schnell kann es gehen. Wobei ich mag Schnee in den Winter. Deswegen alles cool. Und wir legen los. So, es geht los mit dem Spachteln. Vitali, bist du motiviert? Sehr. Was muss man irgendwas beachten beim Spachteln? Jetzt die zweite Lage, die wird ein bisschen heller aufgetragen. Genau, die wird ein bisschen heller und einfach, dass man nicht so viel Material überstehen lässt, dass am Ende einfach eine schöne Struktur gibt. So, die zweite Lage ist jetzt fertig aufgespachtelt. Das Ganze nimmt immer mehr Form an und sieht schon richtig gut aus. Die zweite Lage ist jetzt heller wie die erste und ja, so sieht das Ganze aus. Das Ganze muss jetzt trocknen und dann, was passiert als nächstes? Geschliffen und grundiert wird. Okay. Das Ganze machen wir wahrscheinlich morgen und wir ziehen jetzt wieder weiter. So, wir haben jetzt den Tag Nummer 6, 7. Ja, ich komme schon fast ein bisschen durcheinander. Ihr merkt, das sind wirklich viele Arbeitsgänge und die muss man auch einhalten, weil so eine Treppe, die ist einer ja, doch relativ starken mechanischen Belastung auch ausgesetzt. Deswegen muss man hier wirklich ordentlich arbeiten und alle Arbeitsschritte einhalten. Heute werden wir das Ganze schleifen. So sieht das Ganze jetzt aus. Nochmal ein gutes Stück heller geworden durch den zweiten Spachtelgang. Und das Schleifen ist auch ein sehr wichtiger Arbeitsschritt, weil wir dadurch so die Struktur hervorbringen von dem ersten Spachtelgang. Richtig, Vitali? Ja, genau richtig. Und umso mehr wir schleifen, umso mehr Struktur haben wir. Das heißt, wir haben das schon im Vorfeld mit dem Kunden durchgesprochen und bemustert, so wie er das Ganze haben möchte. Und hier kann man das Ganze jetzt natürlich lebendiger gestalten oder ruhiger von der Oberfläche und ja, das machen wir jetzt und dann geht's weiter. Einmal und heute Abend werden wir das zweite Mal den Lack auftragen. Und dann ist die Sache auch erledigt. Perfekto. So, wir sind angekommen. Heute ist der letzte Arbeitstag hier auf der Baustelle. Wir haben gestern zwei Lagen Versiegelung oben drauf gebracht.
Das heißt, heute müssen wir nur noch sauber machen, das Abklebematerial entfernen. Und wir haben es eben mal zusammengezählt, so eine Treppe ist schon sehr aufwendig. Also man hat insgesamt, ich glaube, 10 Arbeitsschritte, wenn man es richtig macht. Und ich finde hier, das Ergebnis ist wirklich klasse geworden. Und ja, wir machen jetzt sauber und dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. So, jetzt auch wichtig, die Schuhe ausziehen, wenn ihr auf die Treppe geht. Warum? Weil der Lack noch nicht ausgehalten ist. Genau, wie lange dauert das? Circa 7 Tage. Ja, also auch ganz wichtig. Wir hatten schon mal den Fall, da haben wir das beim Kunden gemacht und der hat am nächsten Tag da Rambazamba gemacht, einen Einzug und dies, das, tralala, nicht abgedeckt, dann kann das relativ schnell Kratzer geben. Deswegen gibt der Treppe da wirklich ein paar Tage Zeit, das ist insgesamt 7 Tage, bis der wirklich durchgehärtet ist, der Lack, sind die Versiegelung und ja, ansonsten auf jeden Fall abdecken die ersten Tage und dann ist es wirklich auch sehr belastbar. So, es ist geschafft. Wir haben das Ding sauber gemacht und jetzt zeige ich euch nochmal Aufnahmen, wie das Ganze vorher aussah und dann im Anschluss, wie das Ganze fertig aussieht. Und ich freue mich auf eure Reaktion. Hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert auch den Kanal, wenn ihr ein Häkchen an die Glocke setzt, dann kriegt ihr eine Benachrichtigung, wenn es wieder ein neues Video gibt. Und ja, wenn ihr Fragen habt zu dem ganzen Thema fugenlose Treppe, fugenlose Böden oder auch Bäder, dann schreibt es einfach unter das Video in die Kommentare. Ich werde versuchen, das so schnell wie möglich zu beantworten. Wenn ihr auch Interesse habt an so einer fugenlosen Treppe, ihr wollt ein Angebot haben für euer Projekt zu Hause, dann schreibe ich euch die Kontaktdaten von mir, aber auch von Vitali unter das Video in die Videobeschreibung. Da könnt ihr einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen, wie es euch am einfachsten passt. Und da finden wir auch eine Lösung, wie wir das Ganze bei euch zu Hause umsetzen können.